Die aktuellen Maßnahmen der Regierung bedeuten auch neue Herausforderungen für die Feuerwehr. Die Feuerwehrmänner Kläderings sitzen nun vermehrt zu Hause, bleiben jedoch in Alarmbereitschaft. Allerdings werden auch weniger Einsätze verzeichnet. Wie geht's der Feuerwehr in Kledering? Gibt's Neuigkeiten? Ja, uns geht's momentan gut. Alle sind gesund. Also ich kann da nichts weiteres sagen, dass wir krank oder wir haben Gott sei Dank die Epidemie weggeschoben, sagen wir so. Wir verhalten uns so, wie der Landesfeuerwehrverband uns das vorgibt. Wir haben leider Gottes keine Sitzungen, also, und keine Schulungen. Also das Niveau wird jetzt ein bisschen zurückfallen in dieser Zeit. Wir werden das dann wieder, wenn wir dürfen, wieder aufholen. Wie wirkt sich das auf die Arbeit der Feuerwehr aus? Der Wissensstand bleibt gleich. Es wird nichts Neues mehr besprochen. Dann bei den Sitzungen, es gibt keine Vorgaben mehr, was in diesem Monat passiert ist, was noch nächsten Monat kommen wird. Also wir sind ein bisschen mit Treten auf dem eigenen Stand, sagen wir so. Kann man sagen, eine logistische oder eine organisatorische Herausforderung? Eine organisatorische Herausforderung ist es, dass halt der Feuerwehrbetrieb weiterläuft, nur sehen wir uns gar nicht und dafür haben wir auch keinen Kontakt zueinander, nur über SMS oder E-Mails. Jetzt ist die Feuerwehr auch ein Verein. Vereine organisieren sich durch Spenden etc. Wie wirkt sich das auch jetzt bei euch aus in Kledering? Bei uns in Kledering, ja, die Spenden, sagen wir so, wir haben heuer keine Veranstaltungen dürfen machen, also wie es vorgeschrieben war. Erstens haben wir dann eine Einbußung und die Spenden, wir schauen, ob wir vielleicht Neujahrssammeln gehen dürfen. Das wird unsere erste Spende für dieses Jahr sein. Bringt euch das in finanzielle Schwierigkeiten? Schwierigkeiten nicht, aber Einschränkungen. Und man muss auch sagen, wir haben weniger Einsätze, wo auch Verrechnungen gemacht werden. Und das spürt man auch. Ne? Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Seit der Covid-Krise, wie haben sich die Einsätze verändert? Haben sie sich überhaupt verändert? Sie haben sich verändert. Wir müssen mit Maske ausfahren. Das ist eine Einschränkung bei der Arbeit, erster Linie mal. Zweiter Linie, es sind weniger Einsätze, deswegen, weil weniger auf der Straße los ist. Leute sind mehr zu Hause, man gibt mehr Obacht. Es kann nicht irgendetwas passieren, wo man, sagen wir so, wo ein Fernsehapparat anfängt zu brennen, wenn ich nicht zu Hause bin, oder irgendeine Steckdose, wo ein Handystecker angesteckt ist, was auch schon passiert ist, dass er zum Rauchen oder zum Entflammen sich anfängt. Das kann jetzt momentan nicht passieren, Gott sei Dank. Aber man merkt es in der Einsatzstatistik. Jetzt habt ihr aber auch die feuerwehrlichen Atemschutzmasken. Schützen die vor Covid? Ja, das ist aufgedichtet, weil sonst würde es auch nicht vor der Rauchgas schützen oder von den ganzen chemischen Sachen. Also das ist abgedichtet, also das schützt auch vor Covid. Aber solange kein Feuer ausgebrochen ist, arbeitet man mit den normalen Masken? Normal mit den herkömmlichen Masken, die heute halt ausgegeben worden sind. Das sind normale Schutzmasken, wo man gegenüber keine Feuchtigkeit den anderen gegenüber überbringen kann. Würdet ihr euch mehr Schutz wünschen? Glaube ich nicht, weil das ist ja Schutz genug für uns. Also wir sind geschützt. Wie ich vorher schon gesagt habe, bei uns hat es Gott sei Dank noch keinen Vorfall gegeben. Wird es auch hoffentlich keinen geben, wenn nicht einer von zu Hause was mitnimmt. Gibt es sonst was Neues seitens der Feuerwehr in Kledering? Bei uns momentan Gott sei Dank still. Neuigkeiten eigentlich nicht. Wir freuen uns schon auf Weihnachten. Hoffentlich dürfen wir in die Kirche gehen, in die Feuerwehr, also in die Mette. Das wäre unser nächster Zusammenkunft. Mhm. Dankeschön. Bitte gerne.